Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es in diesem Video noch eine Methode von mir zum Thema Einfachheit und wie du durch Einfachheit noch mehr Energie, noch mehr Power für deinen Alltag bekommst. Wenn du interessiert bist, bleib dran. Mein Name ist Corno, ich bin hier Qigong-Lehrer im Qigong-Club auf YouTube und jemand, der sich riesig freut, wenn du Lust hast, den Kanal hier zu abonnieren und die Abo-Glocke zu drücken. Dann wirst du informiert, sobald es neue Videos hier gibt. Gut. Los geht's. Also, das Thema Einfachheit. Darüber hatte ich gestern schon gesprochen im Video Einfachheit Schlüssel zu mehr Energie. Wenn dich das auch interessiert, ein bisschen Grundlegendes zum Thema Einfachheit verlinke ich dir am Ende dieses Videos. Dann kannst du dir das auch nochmal anschauen. Heute kommen wir direkt zu einem weiteren Tipp. Und da geht es um den Aspekt des Minimalismus, des Aspekts der Simplicity, der Einfachheit im Sinne von weniger ist mehr. Und dass du dir am Anfang erst einmal bewusst machst, dass wenn du dich befreist von gewissen Dingen, das heißt in deinem Alltag auf einigen Ebenen weniger hast, dass du für diese wenigeren Geschichten mehr Energie hast. Das heißt, du gehst davon aus, dein Tag ist und deine persönliche Energie ist irgendwo begrenzt. Du kannst nicht unendlich lange, unendlich viel machen. Der Tag hat 24 Stunden, du hast nur zwei Hände und einen Kopf. Und je mehr Dinge dir im Kopf umherspuken und umso mehr das alles durcheinander ist, umso mehr Energie wird verbraten, ohne dass du überhaupt irgendeinen Finger gerührt hast oder was geschafft hast. Und in diesem Video gibt es eine praktische Technik, wie du das trainieren kannst, diesen Spirit der Einfachheit zu entwickeln. Und dazu brauchst du nur eine einzige Kiste oder einen Karton, einen großen Karton, aber kein Schuhkarton, einen großen Karton oder am besten eine Umzugskiste. So von der Dimension sprechen wir. Und mit dieser Kiste, ich sag's einfach mal direkt, gehst du durch deine Wohnung, durch dein Haus oder durch dein Zimmer und schaust dir mal an, was könntest du in diese Kiste packen, beziehungsweise dann in den Keller oder auf den Dachboden packen. Oder wenn du all das nicht hast, diese Kiste einfach mal beiseite stellen, in den Flur oder irgendwohin, wo sie nicht so viel Beachtung hat. Was könntest du da reinpacken, wo das für dich okay wäre, dass das dann ein halbes Jahr, ein Jahr oder sogar für immer in der Kiste drin ist? Dass du sagst, ich könnte meinen Alltag auch so weiterleben, wenn diese Sachen in der Kiste drin sind. Und es ist ja kein Problem. Ich habe nicht gesagt, einen Mülleimer nehmen. Du musst das nicht wegschmeißen. Kannst du natürlich auch. Ausmisten ist immer super. Das ist, aber wir wollen mal so den ersten Schritt gehen, sich langsam dran zu gewöhnen, an diese Bewegung von, ich befreie mich von etwas oder ich lasse für eine gewisse Zeit mal gewisse Dinge los, damit ein paar weniger Dinge mich umgeben und ich mehr Energie habe. Und es gibt durchaus Leute, die sagen, ja, mache ich doch eh jede Woche oder bei mir ist eh, stehen eh nur drei Blumen auf dem Tisch und sonst gar nichts. Dann ist diese Übung für dich natürlich nicht so durchschlagend. Aber wenn du zu, wie ich, zu Normalos gehörst, wo durchaus auch mal ein paar Dinge in Ecken liegen bleiben oder der Keller total voll ist oder so, dann ist so eine Art von Ausmisten eine sehr befreiende Sache, die einen manchmal wirklich so, als ob ein Stein auf einem lastet und man nimmt den Stein weg und auf einmal hat man wieder mehr Energie und mehr Power. Das heißt, dass du bei dieser Übung nicht von der Richtung kommst, wie mache ich irgendwelche Energieübungen, damit ich mehr innere Kraft habe und mehr Power und mehr Ausdauer, sondern dass du dich eher von den Dingen befreist, die so viel Energie nehmen. Das ist ganz schlaues Qigong von diesen beiden Richtungen. Also einmal mehr Energie aufbauen. Dazu hatten wir gestern einen Schlüssel im Video. Und heute geht es um, was nimmt mir so viel Energie? Und das sind häufig die Dinge, die zu viel sind im Leben, die wir eigentlich nicht brauchen oder die du eigentlich nicht brauchst. Und da hat eigentlich fast jeder einen Umzugskarton voll mindestens. Aber wir fangen mal klein an mit einem Umzugskarton, wo du echt denkst, geh mal an deinem Bücherregal vorbei. Warum nicht in dem total vollen Bücherregal mal wieder Platz für neue Bücher machen? Warum nicht an der Wand mal den ganzen Wandschmuck und alle Bilder anschauen und sagen, gefallen mir die alle wirklich noch so gut? Oder hängen die da nur, weil ich denke, ach, das soll nicht leer sein, die Wand? Dann häng es doch einfach mal ab, tu es in den Umzugskarton und schau, was mit dieser leeren Wand passiert. Vielleicht bekommst du sogar eine neue Idee, was da
für einen neuer Wandschmuck oder für ein neues Bild an die Wand kommen könnte, wenn du das mal für ein paar Tage frei lässt. Und du kannst ja zur Not auch das Bild sonst wieder danach dranhängen. Ja, also das sind so ganz einfache Techniken, ganz ungezwungen. Und wie gesagt, kein Mülleimer, sondern Umzugskarton für Anfänger. Du kannst jederzeit alles wieder rausholen, was du brauchst. Und das geht so weit bis hin zur Kücheneinrichtung, dass du bei der Kücheneinrichtung guckst, was habe ich zum Beispiel länger als ein halbes oder ein Jahr nicht mehr benutzt hier und möchte es vielleicht unbedingt, aber ich komme nicht dazu, pack's in die Umzugskiste rein. Und meine Erfahrung ist, dass so 95-99% dessen, was du dann in die Kiste hineinpackst, um es in den Keller zu packen, auf den Dachboden oder einfach mal beiseite zu stellen, dass du es nie wieder benutzt und auch nie wieder dran denkst und dich einfach nur befreit fühlst, dass du wieder mehr Luft zum Atmen hast und dich leichter fühlst und auch wieder neue Ideen hast, so was du mit deinem Leben anstellst, mit deinem Alltag anstellst. Und das ist auch Qigong. Nicht nur die 5 Übungen sind Qigong, sondern alles, was dein Lebensgefühl verbessert, was dein Leben mehr ins Gleichgewicht bringt. Und da finde ich, sind diese kleinen Techniken, die kleinen Tipps und Tricks für den Alltag, die kleinen Lifehacks, wo du merkst, so, das bringt mich mehr zu mir, das bringt mich mehr wieder back to the roots, zu dem, was ich wirklich bin. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du das heute mal ausprobierst mit einer Kiste. Wenn sie nicht ganz voll wird, egal, aber einfach mal ein paar Minuten lang zu gucken, was könnte da rein. Und wenn du wirklich keine Kiste hast und du bist ein ganz Fauler, dann setz dich wenigstens einfach mal für 5 Minuten hin und mach eine Liste oder guck einfach mal dich im Raum um und denke, wenn ich eine Kiste hätte, was würde ich da denn jetzt reinpacken? Ja, also so weit können wir sogar schon gehen. Ich bitte dich darum, probier es einmal aus. Das ist eine geniale Übung und die kann häufig ganz, ganz inspirierend sein oder neue Kraftquellen freisetzen in dir, wenn du dich damit beschäftigst, auf was du verzichten kannst und auch möchtest und von welchen alten Dingen du dich vielleicht auch mal befreien möchtest, wo du sagst, das war jetzt auch mal gut und jetzt kann mal was Neues kommen. Gut, ich hoffe, dich hat diese Übung inspiriert. Probier es aus und wir sehen uns, wenn alles gut läuft, im nächsten Video doch hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.